Leute, und damit willkommen zurück hier zur 5. Ausgabe von What's Up, dem Fußball-Talk. Leider Gottes ist der Aaron heute nicht dabei, mit dem mache ich das ja normalerweise immer. Der ist in Köln momentan, hat da kein Mikrofon dabei. Von daher habe ich mir gedacht, holst du dir heute den Nando, oder besser bekannt unter dem Namen Corato, ran. Mit dem habe ich ja sowas auch schon mal gemacht. Grüß dich. Jo, hi Jonas, hallo liebe Leute, liebe Abonnenten von Dr. Jones, ne? Ja, jo. Herzlich willkommen hier. Ja, ich vertrete mal den Aaron. Ja, in Köln gibt es anscheinend kein Mikrofon und auch kein Internet. Aber nein, alles okay. Sehr, nein. Sehr gütig von dir, dass du dich herabgelassen hast, um in mir das zu machen. Nein, um Gottes Willen, nein, stopp. Ich wünsche mir auch den Aufstieg für Köln, um das jetzt mal direkt am Anfang wieder gerade zu bügeln. Hi, jo. Weil dann gibt es ja endlich wieder richtig geiles Derby, nur mal so am Rande. Passt das, ja auch das, schon mal rein. Ich wollte gerade sagen, es ist fast eine perfekte Überleitung gewesen. Vom Thema Köln zum Thema Gladbach. Ja. Die haben den Spieltag eröffnet, den 20. Spieltag. Und zwar ging es da für die Jungs zu Hause gegen Leverkusen ran. Leverkusen hat mit 1-0 gewonnen durch das goldene Tor von Heung-Min Son. Wie hast du das Spiel gesehen, vielleicht als Gladbach-Fan, so ein bisschen aus der voreingenommenen Perspektive? Genau, ich kann es ja aus parteiischer Sicht sehen. Genau. Nein, also klar, ich habe es live gesehen im Fernsehen, so viel kann ich sagen, auf Sky. Und ja, wie gesagt, es war ein totes Spiel auf gut Deutsch. Kaum Torchancen auf beiden Seiten und ein einziger Fehler entscheidet dann halt, dass Raphael halt vorne am gegnerischen Strafraum den Ball verliert. Ein Konter, Son steht frei, Janschko raus, drin ist das Ding. So ist Fußball, so ist die Bundesliga 1-0 verloren. Das passiert, ja, gerade gegen Leverkusen. Wir hatten jetzt, es ist ein kleiner Fehlstand, stimmt. Nächste Woche gegen Bremen, ja, muss dann halt die Wende her, ne? Genau, also ich muss sagen, ich habe es so auf einem Auge mehr oder weniger verfolgt, weil ich habe Livestream geguckt und dann rechts nebenbei auf dem anderen Bildschirm hatte ich Sky Go laufen. Von da habe ich es auch so halb gesehen. Das Tor habe ich auf alle Fälle gesehen von Son. War ein schöner Sonntagsschuss, würde ich sagen. Das war auch das war ein bisschen glücklich, muss man sagen, weil es war wirklich ein Spiel, was eigentlich ein 0-0 verdient gehabt hätte, weil es war wirklich kaum was an Highlights. Also so stellt man sich die Bundesliga eigentlich nicht vor. Aber gut, vielleicht kann man es auch so sehen, dass Leverkusen jetzt wenigstens oben etwas dran bleibt an den Bayern mit 13 Punkten Rückstand. Von daher die Liga etwas, immer Betonung auf etwas, spannend hält. Ja, Gladbach hat so gerade angesprochen, kleinen Fehlstart hingelegt. Erstes Spiel gegen die Bayern verloren, dann gegen Hannover, was für mich ein bisschen überraschend war, dass sie da mit 3-1 verloren haben. Aber das war ja auch ein verrücktes Spiel, fand ich irgendwie. Ja. Ziemlich viel los da gewesen. Ja, gegen Hannover auf jeden Fall. Ja gut, und dann halt jetzt zu Hause gegen Leverkusen. Genau. Glaubst du, das ist jetzt ein absoluter Fehlstart, das wird sich weiterhin so durchziehen, oder glaubst du, es ist nur eine Momentaufnahme und die werden sich wieder fangen und wieder oben angreifen können? Ich denke mir einfach gerade so, dass man wirklich sagen muss, dass wir die ersten drei Spiele der Hinrunde ebenfalls nur eins gewonnen haben, und zwar das Zuhause gegen Hannover. Wir hatten jetzt aber zu Hause zwei Gegner, die wirklich verdammt schwer sind. Bayern sind unschlagbar aktuell, ja, und Leverkusen ist jetzt auch nicht gerade die einfachste Mannschaft in der Liga zu besiegen. Ja, das stimmt, also war wirklich ein hartes Auftaktprogramm. Und in Hannover hat, glaube ich, nur ein Heimspiel verloren in den letzten 17, 18 Spielen zu Hause. Das nehme ich jetzt mal als Ausrede. Und die Wende muss einfach gegen Bremen her. Verlieren wir gegen Bremen, dann wird es ein Knacks. So. Ja. Einfach ist es. Verlieren wir in Bremen jetzt einen Knack, so ist noch alles im Buttag. Holen wir die 3 Punkte aus Bremen, ist es in Ordnung. Jetzt muss man ja aufs Gladbacher Sicht theoretisch gesehen schon wieder ein bisschen nach unten blicken. Wenn man sieht, Hertha, die rücken da ran, nur noch 2 Punkte Rückstand. Man muss wieder gucken Gladbach und dann wieder um die internationalen Plätze kämpfen. Genau. Und das ist jetzt wieder so, die Situation kannten wir in der Saison noch nicht, weil alles lief und jetzt muss wieder drum gekämpft werden, und ich hoffe, das schaffen die Jungs. Ja, also Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Man hat es in der Hinrunde gesehen, wie die da teilweise zusammengespielt haben. Kruse, Raphael, also wirklich Neuzugänge, die absolut eingeschlagen sind. Bislang, sagtest du gerade, läuft es ja nicht so in der Rückrunde. Und von daher war man ja eigentlich relativ sicher auf Rang 4, weil Schalke ja auch ein bisschen geschwächelt hat in der Hinrunde. Jetzt wird es natürlich wieder schwierig. Schalke kann auf 4 Punkte wegziehen und dann geht es erstmal nur um die Europa League. Also natürlich nur, in Anführungsstrichen, ist ja auch schon was für Gladbach, denke ich mir, oder? Ja, klar, also klar, nach der Hinrunde hat man so gedacht, jo, Platz 4 ist drin. Wenn jetzt Schalke, da kommen wir ja noch zu sprechen, aber wenn Schalke jetzt gewinnt an dem Spieltag gegen Hannover 96 zu Hause, was ja eine machbare Aufgabe ist für Schalke, sind sie wieder halt 5 Punkte weg, glaube ich, ja. 4 Punkte. 4 Punkte, genau. 4 Punkte, ja, richtig. Dann wird es natürlich wieder schwierig, aber gut, das... Ja, zumal Hannover ja auswärts auch nicht unbedingt die Macht ist, ne? Ich glaube, die haben da noch kein einziges Spiel auswärts gewonnen.
Also das wird eigentlich. Doch, klar. Nee, stimmt gar nicht. Oder in doch, Wolfsburg? Doch, doch. Doch, in Wolfsburg, meine ich. Stimmt, jetzt, ja, in der Rückrunde. Also in der Hinrunde hatten sie kein einziges Auswärts gewonnen. So war es unter Slomka noch. Da können wir gleich, denke ich, auch noch mal kurz drüber sprechen, über das Thema Hannover. Aber gehen wir mal sozusagen chronologisch weiter. Es hat nämlich auch Bremen mal wieder gespielt. Das wurde sich auch gewünscht, dass wir mal über die Bremer reden. Die sind unter die Räder gekommen, gegen Dortmund mit 1:5 verloren. Also wirklich da eine herbe Niederlage eingesteckt. Was hältst du momentan von Bremen in der aktuellen Verfassung? Aktuelle Verfassung ist schrecklich, sage ich mal so. Weil zu Hause 1:5, auch wenn es Dortmund ist selber nicht gut drauf aktuell. Finde ich, es ist eine kleine Klatsche. Oder nee, es ist eine Klatsche. So muss man das sagen. Es ist für Bremen ganz klar sehr, sehr schade. Dortmund, ja, kommt so langsam in Fahrt, habe ich das Gefühl. Die Verletzten sind wieder da. Also so langsam, Dortmund kommt wieder ins Rollen und Bremen, oh, das ist echt hart. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Jetzt auch wieder in der Hinrunde, in der Rückrunde hat sich ja wirklich nichts wirklich gebessert, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Mit dem Trainer Robin Dutt, er hat ja, glaube ich, irgendwie in einem Interview gesagt, in der Rückrunde wollen wir uns in Ruhe drauf vorbereiten, in Ruhe die Sachen angehen, uns nicht so von außen beeinflussen lassen, aber davon ist bislang überhaupt nichts zu sehen. Die letzten Spiele, also zuletzt haben sie ja verloren gegen Augsburg und das ist ja jetzt eigentlich auch ein direkter Konkurrent, mehr oder weniger im Tabellenmittelfeld, wobei Bremen jetzt schon wieder nach unten schauen muss. Und dann erster Spieltag war gegen Braunschweig zu Hause auch nur 0:0. Also wirklich jetzt bislang wirklich ein Fortschritt, sieht man meiner Meinung nach bei Werder jetzt in der Rückrunde überhaupt nicht, wenn überhaupt ein Rückschritt. Ja, auf jeden Fall. Ganz klar muss ich auch sagen, also wie gesagt, das ist für Bremen ist es schade, für Dortmund, es macht die Liga wieder etwas spannender. Zumindest Platz 2 und Platz 3, da geht es jetzt ein bisschen ab wieder. Ja, immerhin, also Meisterschaft ist für mich schon sowieso durch, sowas von durch. Ja, aber nochmal, um kurz bei Bremen zu bleiben, ich finde einfach, der Kader reicht nicht aus, weil da ist jetzt nicht so ein Spieler drin, der wirklich in einem Spiel einen Unterschied machen kann. Außer vielleicht ein Elia, wenn er mal wieder eine normale Form hätte. Von seinem Talent her müssen wir nicht drüber reden. War der zumindest von den Anlagen her immer einer absoluter Top-Spieler der Bundesliga, aber in den letzten Jahren ist er halt extrem nach unten abgesackt. Und bei denen sehe ich wirklich offensiv auch große Probleme wie defensiv. Also da ist irgendwie überhaupt nichts im Reinen. Hinten drin hat man keine wirklichen richtig erfahrenen Bundesligaspieler, die auch fehlerfrei sind. Ich meine, Lukimia und Pröll sind nicht gerade unerfahren, aber bei denen ist halt immer das Problem, die haben immer wieder extreme Klopse drin. Garcia, wie gesagt, ist 25, auch nur ausgeliehen, kennt die Bundesliga nicht, dafür macht er es, finde ich, ganz gut. Also er zählt da auf jeden Fall noch zu den besseren Jungs. Ein Fritz ist dauerhaft verletzt, mehr oder weniger, auf den man sich vielleicht stützen könnte. Also ich habe hier nebenbei gerade die Kaderliste offen, von daher kann man da immer ganz gut sehen, was da los ist. Ein Petersen, ja, hat auch nicht so eingeschlagen, wie man sich das erhofft hätte. Von daher denke ich, ist da sowohl offensiv als auch defensiv ein Problem. Oder denkst du, dass da nur auf einer Seite ein Problem ist, Nando? Nee, bin ich voll deiner Meinung und es ist so ein bisschen, wie kann man das sagen? Das Bremer Spiel finde ich sehr trocken. Ja. Ne? Also keine Action-Szenen drin, keine absolute Offensivpower. Die sind in der Abwehr, finde ich verdammt, verdammt, verdammt wackelig. Ich meine, 45 Gegentore sagt ja schon alles. Das ist unglaublich. Also wirklich und, richtig krasser Wert. Wenn man 45 Gegentore hat, ist die Abwehr ganz klar nicht Bundesliga-tauglich. Nicht, ich rede von der Abwehr. Ne? Mhm. Die ist aktuell, finde ich, mit 45 Gegentoren Bundesliga schwierig. Genau, also das da bin ich voll deiner Meinung auch. Also das ist wirklich, eigentlich ist ein Robin Dutt ja immer einer gewesen, der Wert auf Defensivspiel gelegt hat. Bei Leverkusen, bei Freiburg ging es immer primär um die Defensive und das war ja auch eigentlich das Credo, bei Bremen aus einer kompakten Defensive hin nach vorne zu spielen, was ja teilweise in den letzten Jahren überhaupt nicht so war. Bei Bremen, da ging es ja wirklich nur nach vorne, blind hau drauf. Ich erinnere mich zum Beispiel an Spiele wie gegen Hoffenheim 4:4, solche Dinger waren da ja oft dabei. Ja. Ja, und jetzt sollte unter Robin Dutt ja eigentlich vor der Saison schon alles besser werden, aber davon ist überhaupt nichts zu sehen. Ich finde, der Niedergang geht leider Gottes weiter bei Werder Bremen. In den letzten Jahren immer ein Stück weiter nach unten gerutscht, auch unter Thomas Schaaf schon. Also ich finde das ziemlich schade für so einen Club. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch, muss man sagen, auch ein kleiner Traditionsclub in der Bundesliga. Die auch lange Zeit Champions League gespielt haben. Ich kann mich noch auch an die Spiele, wo Pizarro noch in Bremen war, wirklich noch daran erinnern, wie Miro die Champions Klose, League auch, ja klar, wie die gerockt haben, das war Hammer, aber leider sieht es für Bremen echt nicht gut aus und das ist nicht der einzige Club, aber da im Norden, aber da kommen wir ja noch
zu. Genau, das da denke ich, werden wir auch noch uns wieder mal was länger drüber austauschen müssen, die Bayern, jetzt als nächstes Thema vielleicht. Ich glaube, das können wir relativ kurz halten. Ja. Da muss man nicht viel drüber sagen. Die besiegen den Club mit 2-0. Allerdings muss man dabei sagen, der Club hat sich, finde ich, ganz gut präsentiert dagegen, die Bayern. Nur 0-2. Ja, kann man im Prinzip, ist so ein bisschen wie das Spiel gegen Gladbach gelaufen für die Münchner. Wie halt in Gladbach halt zwei trockene Tore, 2-0 Sieg, das reicht für Bayern und zack zum nächsten und kaputt machen. So denken sich Bayern das halt im Moment. Das ja. ist leider so, muss man. Also ich bin der Meinung, Bayern, die fressen im Moment alles. In der Bundesliga. Ja, also alles, was ihnen zum Fraß geworfen wird, hauen die weg ohne Probleme. Also das ist ja alles. Also zumindest sieht es so aus, als würden die spielerisch leicht das alles gewinnen. Allerdings muss man sagen, in den ersten Minuten hat Nürnberg richtig gut dagegen gehalten. Die haben wirklich gezeigt, wie man Bayern verwunden kann. Ich denke, da können sich einige Mannschaften eine Scheibe von abschneiden. Ich denke da an Ginczeks Chance oder Kiyotake war es, glaube ich, der die Latte trifft da mit einem wunderbaren Seitfalls hier. Also da hätten die durchaus den Bayern schon gefährlich werden können. Wenn sie da früh ein Tor machen, dann ist, denke ich, gegen Bayern schon was drin. Also man sieht, dass sie nicht ganz unverwundbar sind, aber wenn sie wirklich sozusagen auf Ernstmodus schalten, denke ich, kann die momentan keiner stoppen. Da muss man ja auch sagen, das ist wie auch gegen Stuttgart, das schon war, das Spiel von den Münchnern. Wenn die wollen und wenn die loslegen, wenn die mal einen halben Gang nur hochschalten, dann glaube ich, ist es fast unmöglich, sie zu schlagen. Also es sind auch nur Menschen, die machen auch Fehler, natürlich, ne? Aber ich glaube, in der aktuellen, also die Meisterschaft ist gelaufen, meiner Meinung nach. Und ja, von daher, ob sie jetzt noch eine Niederlage sich fangen oder nicht in der Liga. Ja, das ist ja das Einzige, worüber momentan diskutiert wird in den Medien. Ne? Es stellt keiner mehr in Frage, es ist eigentlich nur die Frage, ob die Bayern verlieren und nicht, wann sie das nächste Mal verlieren, wie es ja sonst immer war. Also das ist schon, finde ich, relativ krasse Entwicklung. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen, Entschuldigung an die Bayern-Fans, aber schade für die Liga. Auch wenn man sagen muss, Dortmund hat die Liga vor 2 Jahren auch ähnlich dominiert. Da hatten sie auch 13 Punkte Vorsprung. Das war halt, finde ich, was ganz anderes. Weil letztes Jahr war es schon so, dass die Bayern alles weggehauen haben. Dieses Jahr ist es wieder so. Und da, finde ich, ist so ein bisschen Langeweile langsam eingekehrt. Ja, es ist leider so, weil das Problem ist vielleicht aktuell, dass wir hier wirklich in Deutschland aktuell nur eine Mannschaft haben, die halt so extrem herausragend ist. Ich fände es besser, wenn es 2, 3, 4, 5 Mannschaften wäre, wie es ja zum Beispiel in der Premier League so ist. Spanien aber auch ähnlich, 3 Mannschaften ähnlich, aktuell. Mindestens 3, genau, aber leider aktuell in Deutschland nur eine und das ist so ein bisschen schade, finde ich das schon, ja. Glaubst du denn, die Bayern sind zu gut oder die anderen sind einfach zu schlecht? Also nee, kann man gar nicht so sagen, finde ich, kann man beides nicht sagen, weil ich meine, Dortmund hat keine schlechten Spieler, genauso wie Leverkusen, genauso wie Schalke, genauso wie Gladbach, genauso wie Leverkusen oder Wolfsburg, so meine ich das. Genau. Aber ich meine, an Bayern ranzukommen, das ist, für mich sind die Bayern in einer anderen Liga. Ja, muss ich ganz klar sagen. Also du sagst, die Bayern sind zu gut. Finde ich, muss ich dir auch recht geben, weil wenn man sich die anderen Mannschaften anguckt, die Punkte, die sind gar nicht so weit auseinander jetzt punktemäßig. Nee. Also das sind ja Leverkusen vielleicht noch ein Ticken vor Dortmund da mit 4 Punkten, aber dann sieht man schon, wenn Schalke gewinnt, dann sind die auch mit Dortmund ungefähr auf einem Level und das ist auch nicht weit bis zu Gladbach, Wolfsburg, Berlin, auch Mainz durchaus noch da eine Mannschaft, die international mit dabei sein kann. Also man muss schon sagen, dass nach den Bayern die Liga relativ ausgeglichen ist, muss ich sagen. Richtig, da ist eigentlich von 2 bis 7 oder 8, finde ich, noch alles drin für jede Mannschaft. Ja. Und dann muss man halt gucken, ne? Gut, wenn Bayern jetzt da die nächsten 5 Jahre da oben wegzieht, ja, dann haben wir wieder alte Verhältnisse wie ganz früher. Das fände ich ziemlich schade, wenn das so passieren würde. Also da, finde ich, muss man auch irgendwie Dortmund, Leverkusen, Schalke in die Pflicht nehmen, dass sie, vielleicht auch Gladbach noch, dass sie in den nächsten Jahren einfach dahin gehen müssen, mehr oder weniger investieren, um dann die Bayern halt ein bisschen da oben zu verdrängen. Also da muss auch, finde ich, in BVB ein bisschen mehr investieren in die Zukunft. Ja, definitiv. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also gerade die großen Gladbach nehme ich mal aus, weil das Geld wie Dortmund haben wir nicht. Ja. Aber ich sag mal so, Dortmund und Bayern, das sind so, finde ich, wenigstens 2 Mannschaften, die wirklich konstant oben mitspielen können. Das fände ich wenigstens schon mal gut. Muss man gucken, wie sich die Liga halt jetzt entwickelt, gerade in der Rückrunde, wie sich das jetzt entwickelt. Und dann muss man gucken, was in der Sommerpause halt passiert. Richtig, genau. Also auf jeden Fall denke ich noch nach Bayern einiges an Spannung drin. Ja. Dazu beigetragen hat auch mehr oder weniger das Ergebnis von Wolfsburg. Die haben die Mainzer mit 3-0 in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, da mehr oder weniger ein bisschen vom Platz gefegt. Zur Halbzeit stand es dann noch 0-0. Dann hat Wolfsburg da ein bisschen aufgedreht. Was sagst du zu der aktuellen Wolfsburger Entwicklung?
unfassbar stark, muss ich sagen. Unfassbar stark. Die nehmen eine ähnliche Entwicklung wie, also Wolfsburg war ja bis jetzt immer ja, Mittelfeld. Ne? International ja. waren sie ja nicht wirklich. Ja, bis auf das eine Jahr, ne, wo sie genau, Meister waren. Ja, klar, unter Magath damals doch. Ja. Aber nachdem war es ja immer nur Mittelfeld, noch nicht mal Platz 6. Und die haben eine unfassbar starke Entwicklung genommen. So sehr, ob man sie jetzt mag oder nicht. Ne, das ist, muss man ja außen vorstellen gerade. Klar, sie werden durch VW finanziert. Ja. ist halt die Werkself. Aber dennoch sind es gute Fußballer, gute Einzelspieler. Und die spielen halt aktuell verdammt gut zusammen. Und deswegen muss ich sagen, verdammt gute Leistung. Und die sind schon, die machen es ähnlich wie Gladbach jetzt. Die hauen sich da oben einen Sieg nach dem anderen. Gut, Gladbach macht es jetzt nicht. Aber generell auf die ganze Saison gesehen. Generell auf die ganze Saison gesehen finde ich das von Wolfsburg sehr, sehr stark. Und das ist, finde ich, aktuell der härteste Konkurrent von Schalke und Gladbach. Ja, also meiner Meinung nach. Ja, da bin ich auch voll bei dir. Also Wolfsburg wirklich jetzt unter einem neuen Trainer. Dieter Hecking haben sich wirklich extrem stabilisiert. Der bringt halt auch mehr oder weniger, wie du sagtest, die ganzen Einzelspieler sind ja alles durchaus Topstars dabei, Luis Gustavo, De Bruyne, wenn man an die ganzen Einzelspieler denkt, was das für Namen sind. Aber er hat es wirklich geschafft, was die letzten Trainer mehr oder weniger nicht auf die Reihe bekommen haben, dass die Jungs einfach miteinander spielen und nicht mehr oder weniger für sich selbst. Und genau. Deswegen muss ich sagen, da auch Lob an Hecking. Der macht da wirklich einen klasse Job, finde ich. Ja, ganz klar, muss ich sagen. Ja, klar, für mein... Ja. Bitte, mach du erst. Nee, Ich wollte einfach nur sagen, klar ist die Mannschaft, ne, durch Geld finanziert. Also Wolfsburg ist eine ganz klare, eine Geldmannschaft sozusagen. Aber dennoch, finde ich, hat Wolfsburg noch, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen noch so ein bisschen, zu vielen anderen Mannschaften noch so ein bisschen was Menschliches und Fußballerisches. Ne? Wenn man jetzt PSG und Koma nimmt, ja, finde ich Wolfsburg dann doch schon mit deutlich fairer. Ja, muss ich auch sagen. Ja, für Mainz war es jetzt natürlich ein Rückschlag wieder. Ja. Die sind ja eigentlich ziemlich gut in die Rückrunde reingekommen. Jetzt das 0-3 natürlich so ein bisschen ein kleiner Dämpfer. Für sie geht es natürlich auch wenn Thomas Tuchel das nicht gerne hört, um die internationalen Ränge. Er betont ja immer noch, wir möchten nicht absteigen. Aber ich denke durchaus, dass da intern schon über solche Themen geredet wird. Glaube ich auch. Und auch wenn es die 3-0-Niederlage jetzt gab, Mainz spielt eine klasse Saison. Ganz klar. Ja. Kann man nichts gegen sagen. Also wirklich ganz, ganz stark, was Tuchel da wieder dieses Jahr hinzaubert mit wirklich nicht so riesengroßen finanziellen Mitteln, die in Mainz da bestehen. Gut, jetzt in der Winterpause ist mal eben ein Coup für 5 Millionen gekommen, aber das ist ja auch eine absolute Ausnahme, weil ich glaube, die letzten Jahre haben sie maximal gemeinsam so viel ausgegeben in der ganzen Transferphasen wie jetzt für den Coup. Aber trotzdem denke ich auch, dass der Mainz da nach vorne bringen wird. Und vielleicht so ein bisschen auch ein Statement ist, wir möchten auch vielleicht nochmal international dabei sein und nicht immer nur im grauen Mittelfeld versinken, finde ich. Ja, wie gesagt, auch Mainz. Dann, wie gesagt, da bin ich sehr gespannt, wie die sich jetzt. Also es ist ja, wie gesagt, alles so hauchdünn da oben. Das ist echt, da kannst du noch nichts sagen. Also nee, da kann man überhaupt keine Prognosen abgeben. Das ist wirklich eigentlich schön, bis auf die Bayern halt. Wie wir es schon so oft gesagt haben, aber ist nun mal leider so. Das ist so. Das ist leider Gottes so, ja. Übriges Ergebnis war noch Freiburg gegen Hoffenheim. Ich finde, da müssen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, weil das sind halt beides Vereine. Freiburg, die kämpfen gegen den Abstieg, konnten sich jetzt, denke ich mal, seit langer Zeit wieder von den Abstiegsrängen da zurückmelden. Also sind jetzt auf Rang 15 auf einem Nicht-Abstiegsrang. Da werden sie den Spieltag auch beenden. Das freut mich für die Mannschaft, vor allen Dingen für den Trainer Christian Streich, den ich sehr, sehr sympathisch finde. Ja, und Hoffenheim, die bleiben weiterhin so eine graue Maus im Mittelfeld. Ja, genau. Gut, also, und dann kommen wir jetzt noch zu einem großen Sorgenkind der Liga. Na, Frankfurt-Braunschweig. Ach, Frankfurt-Braunschweig, Entschuldigung. Entschuldigung, da habe ich was vergessen. Ja, gut, das wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Die Frankfurter gewinnen da 3-0 gegen Braunschweig, aber ehrlich gesagt habe ich auch nichts anderes erwartet, weil, ja, Frankfurt gut in die Rückrunde gestartet, Braunschweig, da geht's weiter. Wie es in der Hinrunde aufgehört hat mit Niederlagen ohne Ende. Ich habe 1-1 getippt, ja. Auf der Arbeit, wir machen ja mal schön Tippspiele. Ja. Und da habe ich 1-1 getippt. 1-1? Weil, okay. Ja, weil Frankfurt ist nicht gut drauf und Braunschweig hat so unentschieden, haben die drin. Naja, aber jetzt in die Rückrunde sind sie doch ordentlich gestartet, die Frankfurter wieder. Ja, klar sind sie gut gestartet, das ist schon richtig. Nee, aber ja, gut. Mein Gott, 3-0 ist jetzt keine Überraschung, klar. Und für mich ist Braunschweig auch jetzt immer noch leider der erste Absteiger in dieser Saison. Ja, ich glaube. Also ehrlich gesagt muss man sagen, zur Rückrunde, zum Ende der Hinrunde hat schon jeder mehr oder weniger gewusst, für die wird es wohl wieder in die Liga 2 gehen und ich glaube, die planen da auch mit gar nichts anderem, die machen sich da keine großen Illusionen, sondern sind da, glaube ich, ganz realistisch in ihrer Einschätzung. Genau, richtig.
So, jetzt aber. Jetzt haben wir, glaube ich, das Thema des Spieltags, am, was ja gestern Abend war. Genau, mal wieder. Also, mal wieder. Also wir nehmen es heute Abend auf, von daher können wir leider noch... Raus, oder? Habe ich recht? Bitte? Es kommt doch Sonntag raus. Genau, also richtig. Morgen, ja. Für euch heute. Also von daher können wir noch nichts zu Stuttgart, Augsburg und Schalke Hannover sagen. Das wollte ich nochmal kurz betonen deswegen. Aber gut, Hamburg also mit der nächsten Niederlage und das auch... Nicht von schlechten Eltern, muss man sagen. 0-3, in Worten 0-3 gegen Hertha BSC. Ja, ist eigentlich fast jeden Spieltag jetzt das Thema des Tages, die Hamburger. Wie siehst du das? Ganz schwer, ganz schwer. Also ich habe es auch live gesehen heute Abend. Und wie gesagt, ich fand Hamburg gerade, also diese drei Tore fielen ja alle in der ersten Halbzeit. Ja. Und die Mannschaft ist, ich finde, nach dem 1-0 mal wieder einfach komplett auseinandergefallen. Also ich weiß nicht, was die Abwehr da gedacht hat, ob sie was gesoffen haben und Co. Ich sage das jetzt so knallhart. Ich weiß, ich hoffe, wenn wir Hamburger Fans hier unter euch haben, es tut mir leid, aber ich glaube, die meisten werden mir dazu stimmen, weil ich finde die Hamburger Mannschaft aktuell katastrophal. Die Eigenschaften oder die Einstellung von einem Van der Vaart, der sagte nach der letzten Niederlage am letzten Spieltag, ja, ich habe keinen Bock mehr so zu spielen. Wenn man so etwas sagt, in so einer Phase, tut es mir leid, das gehört sich nicht. Ja, nee, das ist auch so ein bisschen resignierend, finde ich. Ja, also da spürt man keinen richtigen Kampfgeist. Wenn man sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann heißt das doch im Umkehrschluss, ja, dann gehen wir auf den Platz, holen uns die Klatsche ab und gehen wieder weg. Richtig, also. richtig. Und das hat er wortwörtlich gesagt. Und ich weiß nicht, also ich finde das mit das Falscheste, was du gerade sagen kannst, als Mittelfeldstar in ganz großen Anführungsstrichen. Mhm. Bei Hamburg, muss ich sagen, finde ich die komplett falsche Einstellung. Und ich hätte da als Van Marwijk, als Trainer, bin ich jetzt der Meinung, ihn sogar suspendiert für den Satz. Ja, also eigentlich muss man da ein Zeichen setzen in so einer Situation. Ne? Zumal ein Van der Vaart ja diese Saison alles andere als super spielt. Ja. Er hat, glaube ich, mehr private Probleme. Und da kann er gar nicht mehr so großartig an Fußball denken. Also, so macht zumindest auf mich den Eindruck, dass er da andere Sachen wichtiger findet als Fußball spielen. Er kriegt sowieso seine Kohle und dem Restsystem, so wirkt es zumindest durch das Statement, was du eben gebracht hast, natürlich auch, wird das nochmal verstärkt, dass er irgendwie... ja, keine wirkliche Lust momentan daran findet, Fußball zu spielen. Und das ist dann natürlich extrem problematisch für die ganze Mannschaft, wenn so ein Führungsspieler das sagt, wie Van der Vaart ja eigentlich einer sein sollte, der vorangehen muss, der sagen muss, wir müssen jetzt uns zusammenschweißen, wir müssen kämpfen, wir sind im Abstiegskampf. Aber mit so einer Äußerung ist es völlig falsch. Richtig, eben. Vollkommen. Gerade im Abstiegskampf, wo Hamburg eben ist. Ich weiß nicht, ob die Spieler das realisieren, dass es für Hamburg auch mal um den Abstieg gibt, nach über 50 Jahren Bundesliga. Was sagst du eigentlich, das war meine Meinung, findest du eher Trainer oder eher Mannschaft? Wen würdest du die Schuld geben, sozusagen? Also das ist für mich, denke ich, mehr oder weniger eine klare Sache. Das ist die Mannschaft, weil man hat es gesehen, unter dem Fink hat es nicht funktioniert, jetzt funktioniert es unter Van Marwijk nicht. Ich denke, wenn man jetzt wieder wechselt, wird es auch nicht viel besser werden. Eigentlich hat die Mannschaft Potenzial, nur sie kann es einfach momentan nicht abrufen. Natürlich auch einige Verletzte mal wieder. Aber ich finde schon, ist es mehr oder weniger ein Problem der Mannschaft und nicht immer direkt auf den Trainer hauen, weil der, ja, wie gesagt, jetzt auch erst seit kurzem da ist, die Verhältnisse in Hamburg noch nicht richtig kennen kann nach so kurzer Zeit. Von daher denke ich schon eher, ist es ein Problem der Mannschaft. Siehst du es anders? Nee, eigentlich nicht. Für mich ist es wirklich 100% Mannschaft, weil gerade, klar, es werden immer die Köpfe leider, also die Obersten leider immer entlassen, sprich der Trainer. Ich habe auch so ein dummes Gefühl, jetzt verlieren die am nächsten Spieltag, ich weiß nicht, gegen wen die spielen. Kann ich dir auch nicht sagen, ich gucke schnell nach. Ihr macht das in der Zeit. Ich glaube, falls die da verlieren, dann wird mal wieder hier der, ich weiß nicht, wer Vorstand ist, muss ich gerade sagen. Jascho, Karl genau. Edgar Jascho heißt der. Genau. ich glaube, die werden dann mal wieder über einen Trainerwechsel nachdenken und dann ist es fast lächerlich. Wenn man in die zweite Liga geht, finde ich, mit dem Trainer. So. Ja. Und dann kann man, falls man absteigen sollte, wonach es ja leider Gottes aussieht, dann mal einen Neuanfang in der zweiten Liga starten. Die Frage ist, kann Hannover Hamburg Abstiegskampf? Ich glaube, aktuell, die können es gar nicht. Die kommen damit einfach nicht klar, die kennen es nicht so hart. Ja. Die waren ja die letzten Jahre schon nicht so gut, aber so extrem war es ja noch nie. Und die kriegen ja eine Klatsche nach der anderen und dann würde ich mir wirklich Sorgen machen als HSV-Manager und Fan sowieso. Also die Hamburger Fans, die tun mir echt leid aktuell, muss ich sagen. Und nochmal, ums Thema aufzugreifen, erster Spieltag. Ich glaube, da wird auch nicht viel gehen. Da geht es nämlich gegen die Bayern.
DFB-Pokal. Ja gut, da verlieren sie, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, also da denke ich, da wird der Trainer noch nicht fliegen, aber dann geht's gegen Braunschweig. Also wenn da kein Sieg kommt, gut, ganz wichtig, dann ist er weg. Also da glaube ich auch, dass die Hamburger da wieder so eine Kurzschlussreaktion ziehen, wie sie es auch beim Fink gemacht haben, weil da war die Situation gar nicht so extrem. Ich meine, es waren irgendwie 10, 12 Spieltage gespielt, also es wäre noch alles im Bereich des Möglichen gewesen. Sie waren auf Rang 16, jetzt sind sie auf Rang 17, also der Trainerwechsel hat original nichts gebracht, wenn sogar ein Rückschritt. Genau, und gegen Braunschweig muss eigentlich, ich weiß nicht, die spielen dann in Braunschweig, ne? Genau. Gut, also das müssen sie gewinnen, für Hamburg, ne? Aber Braunschweig wird sich das Gleiche denken und sagen, oh, Hamburg ist gerade ganz schön am Wackeln, da können wir uns auch 3 Punkte einsacken. Und ich finde, das wird, glaube ich, richtig interessant. Das Spiel. Denke ich auch. Also das wird wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Aber ich finde auch, beim Hamburger SV ist das nicht ein Ergebnis aus den letzten 1,5 Jahren, wo die Trainer alle entlassen wurden, sondern ich glaube, das hat schon viel früher angefangen. Das Management da ist eine absolute Katastrophe, finde ich. Ein Arnesen hat es nicht auf die Kette bekommen. Jetzt ein Kreuzer, den finde ich noch schlimmer, den Typen. Also irgendwie habe ich eine tiefe Abneigung gegen den. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil Was haben die jetzt in der Winterpause geholt? Das fand ich auch lächerlich, um da nochmal genauer drauf einzugehen, um es jetzt ganz, ganz hart zu sagen. Die haben einen Ola John, 21-Jährigen, geholt, der bei Benfica nicht so oft gespielt hat, muss man sagen. Der ist zwar 12 Millionen Marktwert, hat einen Marktwert von 12 Millionen, aber das ist jetzt nicht so der Mann, wo man sagt, ja, der kann die Mannschaft rausholen. Und dann haben sie noch einen Usain oder Us... Nee, jetzt kann ich den Namen nicht aussprechen. Uasim Boy. Den Namen habe ich noch nie in meinem Leben gehört, ist ein Holländer. Zentrales Mittelfeld von Juves zweiter Mannschaft, ist 700.000 wert. Dann holst du dir so einen Mann in so einer Situation ran, der keinerlei Erfahrung hat, 0,0, und der soll dann die Mannschaft da rausholen oder was? Also das finde ich wirklich, um es ganz, ganz hart und deutlich zu sagen, einfach lächerlich, die Transfers. Ja, und ich glaube auch Hannover freut sich ein Loch am Bauch, dass sie sich Rudnevs für 500.000 gekauft haben, weil im Gegensatz zu Hamburg, bei Hannover läuft es ja jetzt wieder. Ja. Und wie Rudnevs da abgeht, ne? 2 Tore in 2 Spielen und die Mannschaft mit den beiden Toren jeweils zum Sieg geführt. Genau. Ja, da wird sich Hamburg, glaube ich mal, aber sowas von ärgern, dass die den abgegeben haben. Ja, vor allen Dingen, wie ich gerade sagte, die haben Leute geholt. Das sind unerfahrene Spieler. Richtig. Die brauchen Ruhe, um sich zu entwickeln, um sich weiterzuentwickeln. Also da musst du meiner Meinung nach einen holen, der viel Erfahrung hat, der Abstiegskampf kennt, der sich damit, richtig identifizieren kann, auch so ein bisschen mit dem Club, mit der Situation, und der dann wirklich einer ist, der auf den Tisch haut und sagt, Leute, so geht's nicht mehr weiter, wir müssen hier was ändern, wir müssen kämpfen, auch für die Fans, weil, ja, die Fans, die haben, glaube ich, langsam auch keinen Bock mehr darauf, was sie da abliefern, Woche für Woche, eine Klatsche nach der anderen, und da muss meiner Meinung nach einfach ein erfahrener Mann ran, am besten im defensiven Mittelfeld, weil da sehe ich am meisten die Not am Mann, und wenn man dafür für die Sechserposition einen 20-Jährigen von Juve 2 holt, da packe ich mir einfach nur an den Kopf. Ja, aber ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber die Gerüchteküche brodelt ja auch wieder, vor allem Jansen-Position. Ich weiß nicht, ob du was gelesen hast, aber Jansen scheint ja wirklich nicht abgenackt zu sein, und auch der Berater von Jansen und auch Gladbach selber, dass ja Jansen, wenn es so weitergeht bei Hamburg, wohl nach Gladbach wechseln wird. Wie siehst du das und wie siehst du dieses Gerücht? Ist es wahr eher oder eher nicht so wahr? Ich kann mir das absolut komplett vorstellen, weil ich glaube, ich war es am letzten Spiel, ich weiß gar nicht, ob er diesen Spieltag wieder gespielt hat. Auf jeden Fall, letztes Mal war der Jansen nicht im Kader, oder war im Kader, aber hat nicht gespielt bei den Hamburgern, weil der Van Marwijk irgendwie bei ihm was nicht gefallen hat. Und da frage ich mich auch, was soll das, wenn du so einen erfahrenen Spieler auf die Bank setzt? Und ich glaube, da hat auch ein Jansen wenig Verständnis für. Von daher denke ich schon, dass es gut passen würde. Er kennt Gladbach, ist da groß geworden in der Region. Von daher halte ich das absolut für machbar. Zumal Hamburg ja auch komplett unten drin steht. Denn Jansen eigentlich ein richtig guter Verteidiger ist, sehe ich immer noch so. Der eine Mannschaft absolut nach vorne bringen kann. Auch wie eine Mannschaft wie Gladbach, die nächstes Jahr international spielt. Und ja, ich weiß nicht, ob man mit einem Darmstyle noch in die nächste Saison reingeht. Ansonsten den Jansen holen. Der wäre auch, denke ich, ein absoluter Führungsspieler bei den Gladbachern, weil wie gesagt, er kennt die Region, er kennt, denke ich, auch noch ein paar Jungs aus dem Kader oder hat das immer weiterhin verfolgt. Von daher denke ich schon, dass das durchaus sehr realistisch ist. Ja, man muss ja auch sagen, dass
Ja, haben sie auch, ich weiß nicht, in welchem Interview hat er auch gesagt, oder der Berater hatte gesagt, dass wirklich in der aktuellen Situation von Hamburg wirklich alles möglich ist. Und das ja. ist ja meistens immer schon, das ist die Antwort für ja, so im, ja, das, in den Medienkreisen. Dass man da einfach auch verhandelt und sich das sehr gut vorstellen kann, das ist das eigentlich. Genau. Ne? Man muss ja sagen, weil ja auch ein, Arango oder ein Darmstadt ja nächste Saison aufhören. Oder also mit Arango wird nicht verlängert, Darmstadt hört auf und ja, dann fehlt Darmstadt, ja auch Darmstadt hört auf, das war mir gar nicht klar. Auf jeden Fall, ja, also er hat zumindest gesagt, dass er seine Karriere beendet. Das war noch vor der Saison jetzt, seitdem haben wir da nicht mehr drüber geredet, also Gladbach mit ihm. Okay, ja. Ich denke aber mal ja, weil er ist ja auch kein Stammspieler mehr bei uns. Nee, er hat halt ausgesorgt. Er hat ihm den Rang abgelaufen. Genau. Jansen finde ich super, der ist im besten Alter, 28, glaube ich, ist er, weiß ich nicht. Finde ich super, ist deutscher Nationalspieler. Der wird auch gut reinpassen. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Wenn es bei Hamburg so weiterläuft, glaube ich, dann haben wir auch gute Chancen, ihn zu kriegen. Ja, so gemein, und sich jetzt anhört. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn er weiter in der Nationalmannschaft spielen will, dann muss er, denke ich, auf kurz oder lang international spielen. Und dass die Möglichkeit besteht bei Hamburg, denke ich, in den nächsten 2 bis 3 Jahren erstmal nicht, weil da muss wirklich eine kompletter Umbruch stattfinden, jetzt wirklich, dass man da ganz ehrlich auch einen Spieler vielleicht wie Van der Vaart abgibt. Weil das war ja ursprünglich der Plan, um Van der Vaart herum die Mannschaft aufzubauen, aber das ist ja bislang grandios gescheitert, um da mal wieder den Bogen zurückzuspannen. Und von daher würde ich sagen, für den Jansen wird das durchaus absolut Sinn machen und für Gladbach natürlich auch. Und wenn Hamburg nach unten geht, wird das Gehalt auch nicht mehr zu stemmen sein von einem Jansen, sag ich einfach mal. Nee, aber wirklich, das wollte ich nur mal so am Rande, weil das aktuell, glaube ich, das heißeste Transfergerücht ist. Wenn ich mich nicht ganz irre, oder hast du noch ein paar? Aktuell also jetzt spontan habe ich nichts auf Lager, nur Menu hat wieder mal Interesse an Innenverteidigern, weil da ja ein Vidic geht. Stimmt. Also da ist auch wieder die Gerüchteküche heiß am Brodeln, aber wie man das aus den englischen Medien kennt, kann man da glaube ich erst dem Glauben schenken, wenn es mehrere schreiben und bislang war es nur eine Zeitung, die da glaube ich ein paar Gerüchte gestreut hat, von daher möchte ich da lieber noch nicht drüber reden, weil das ist alles noch extrem in der Schwebe, denke ich mir. Ja, also dieses Jansen-Gerücht ist, glaube ich, schon sehr, also das ist, also wenn die Bild, muss sagen, so sehr man die Bild vielleicht hasst, aber ich finde, ein Transfer sind die wirklich immer weit dabei. Ja, also da sind die top informiert, das muss man ganz klar sagen, ja, also Götze, ne, zum Beispiel. Ja, also das war ja, die haben das bekannt gegeben, bevor das überhaupt bekannt war, so ungefähr. Also da sind die wirklich sehr gut aufgestellt, das mit Jansen, also glaube ich nicht, ist ausgedacht, sondern ist, glaube ich, wirklich, definitiv fast schon sicher, muss ich sagen. Also ich würde dem jetzt spontan einfach 70% aufdrücken, um das mal in der Zahl auszudrücken. Genau, also 70-80%, denke ich. Genau, dann da schon was dran. Das muss man sagen, wenn wir hier einen Fußball-Talk machen, gab es dann aus Schachtar Donezk, glaube ich, so heißt die Mannschaft, ganz kurz noch einen tragischen Unfall. Der Starstürmer, Moment, ich versuche ihn auszusprechen. Maicon, ach, ist ja gar nicht so schwer. Maicon ist bei einem Autounfall tödlich verunglückt mit im Alter von 25 Jahren. Das ist extrem bitter und da wirklich mein herzliches Beileid, West in Peace, der gute Mann. Also das ist natürlich immer tragisch, solche Fälle, ne? Definitiv, was, ganz klar. Was mit 25 mitten im Leben einfach so rausgerissen, das ist immer extrem schade, würde ich sagen. Genau, ohne Krankheit, ohne alles, sondern einfach nur Pech gehabt, wahrscheinlich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Ein Autounfall, wahrscheinlich mit seinem, weiß ich nicht, was er hatte für ein Auto, wahrscheinlich wieder etwas zu schnell unterwegs gewesen. Aber leider Gottes, das gönnt man keinem. Und aus dem Grund, wollte ich da einfach nochmal sagen, wirklich, definitiv auch mein herzliches Beileid. Leider Gottes passiert sowas immer wieder. Ja, ist sehr, sehr schade. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Definitiv. Das wollte ich nochmal anschneiden und mal kurz auf. Das ist gut, dass du das gemacht hast. Bei heute Medien, bei Bild zum Beispiel. Genau, zum Beispiel bei der Bild. Zum Beispiel bei der Bild. Ja, nee, aber gut, vielleicht jetzt nochmal kurz zu Hertha. Ja. Ganz kurz, ist es so gut wie sicher, dass ein Investor da einsteigt? Was hältst du davon? Irgendwie 60 Millionen wollen die da in Hertha BSC investieren. Mhm. Wie stehst du grundsätzlich zu Investoren und wie stehst du zu der Sache da bei der Hertha? Investoren meiner Meinung nach gehören nicht in die Bundesliga. Habe ich schon lange die Meinung. Ich habe einfach das Gefühl, ich möchte nicht, dass sich die Bundesliga so entwickelt wie eine spanische, wie eine englische, wie eine französische Liga. Dass so viele Clubs halt von irgendwelchen Investoren bezahlt werden. Ich finde es schade. Ich meine, die meisten Clubs aus der Liga, nehmen wir mal Wolfsburg und Hoffenheim raus, haben sich das alles selber aufgebaut. Naja, Leverkusen, Leverkusen auch noch ein bisschen. Noch da. Bayern, ganz bisschen, natürlich. Aber dann ansonsten, Bayern hat sich alles selber erarbeitet. Dortmund, Gladbach, Mainz.
und so weiter. Die haben sich das alles selber erarbeitet. Und dann finde ich es ein bisschen schade, warum dann Hertha wieder dann mit Millionen vollgepumpt wird und dann wird das natürlich auch so in Wolfsburg oder was. Finde ich schade, muss ich sagen. Weil dann sagt man wieder, ja, das ist Geld und das ist nicht Leistung, was da spielt. Und das ist dann immer schade. Da muss man auch wieder sagen, wo ist jetzt der ganz, ganz große Unterschied zwischen einem Investor und einem Sponsor? Also das Einzige, was der Unterschied ist, ein Sponsor kriegt mehr oder weniger eine Gegenleistung dafür und ein Investor, dem geht es natürlich eigentlich darum, Profit daraus zu holen. Und das finde ich halt oft problematisch, dass es oft so sein kann, gibt viele Beispiele, denke ich, dafür. Fällt mir nur jetzt gerade kein spontan ein, dass da nach einem Investorenausstieg einfach verbrannte Erde hinterlassen wird. Also wenn jetzt zum Beispiel bei den 60ern, wenn da jetzt der, ich weiß gar nicht, was er ist, Jordanier, keine Ahnung, ich glaube Jordanier ist er, wenn er da von einem Tag auf den anderen sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, dann denke ich, können die auch schon die Insolvenz einreichen, ja, um es mal ganz hart richtig, auszudrücken. Ja, nee, da hast du recht. Und was ich noch sagen wollte ist, aber ein Sponsor, ich weiß nicht, ich glaube, es geht so um 60 Millionen Euro ungefähr. Ja. Ja, das gut. Zahlt kein Sponsor. Ja, das muss man auch wieder sagen. Das zahlt ja. Kein Sponsor. Die zahlen 5 bis 6 Millionen im Jahr und dann ist gut für die. Außer man ist Bayern und man kriegt vielleicht 20 bis 30 Millionen, aber das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Liga. Genau, aber eine Postbank oder ein, ich weiß nicht, wen Hertha hat, muss ich gerade sagen. Aber die zahlen niemals so viel und von daher, meine Güte, ich meine, jeder Verein wird wahrscheinlich drüber nachdenken, das anzunehmen. Ob es dann wiederum so gut ist oder schlecht für die Liga, muss dann jeder für sich selber entscheiden, wenn es Hertha annimmt. Also was ich eigentlich schön finde daran, dass es gerade Hertha trifft, weil die finde ich einen sehr sympathischen Verein und ich finde es auch immer schön, wenn ein Hauptstadtclub da wirklich in der Bundesliga auch eine gute Rolle spielen kann. Das stimmt natürlich. Von daher wäre es mir lieber gewesen, wenn die jetzt einen tollen Sponsor an Land gezogen hätten, keine Frage, als ein Investor. Aber ja, gönnen tue ich es denen ganz ehrlich schon, weil ich finde es schön, wenn, also jede große Liga hat ja einen absoluten Top-Club aus der Hauptstadt. Und das ist in Deutschland ja leider nicht der Fall. Und von daher finde ich es eigentlich schön, dass Hertha da vielleicht jetzt in den nächsten Jahren ein paar mehr Möglichkeiten hat, da auch ein bisschen mehr zu investieren. Natürlich, die Art und Weise finde ich jetzt auch nicht ganz so glücklich. Da bin ich auch ein bisschen kritisch wie du. Da bin ich also deiner Meinung. Nur, ich finde es halt schön für Hertha. Ja, aber die Frage ist, ob es auch hilft. Das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, du kannst auch 60 Millionen in die Mannschaft pumpen und dann weiterhin nur Mittelfeld. Dann gut, weiß man das, ja ist, das ist halt immer wieder eine ganz, ganz andere Frage. So. Genau, aber das wird sich über die nächsten, sag ich mal, Jahre zeigen. Genau, ne? Hoffentlich über Jahre und nicht, dass er nach einem Jahr schon wieder sagt, tschüss, wir sind raus. Ich glaube, es ist eine Investorengruppe sogar, aber bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. So, gut, also ich würde sagen, da lassen wir die Bundesliga mal hinter uns. Ja. Da haben wir jetzt eine geschlagene, lass mich nicht lügen, halbe Stunde, 35 Minuten drüber geredet. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und jetzt wollten wir noch kurz, wirklich ganz kurz, weil da haben wir beide jetzt nicht die große Ahnung von, über die Premier League reden. Und zwar gab es da einen kleinen Wechsel an der Spitze mal wieder und das fand ich ziemlich beachtlich heute, beziehungsweise für euch gestern. Da hat Arsenal nämlich gegen Liverpool gespielt. Liverpool auf Rang 4 momentan und die wurden richtig zerstört, Arsenal. 5:1 war da der Sieg für Liverpool. Ich weiß, du verfolgst die Liga nicht ganz so doll, aber findest du es überraschend? Du hast sicherlich mitbekommen, dass Arsenal da eigentlich immer ganz gut unterwegs war. Ja, also ganz ohne Information bin ich da auch nicht. Ich gucke immer Raw auf Sky, ne? Das Barclays Premier League Magazin. Nee, oder muss ich sagen, ganz klar, überraschend muss ich sagen, weil Liverpool ist ja nur Vierter. Und Arsenal war ja eigentlich fast souveräner Tabellenführer, zusammen jetzt mit Chelsea. Ja, und dann macht da Liverpool mal eben so eine 5-1-Klatsche draus. Ja, finde ich interessant. Und das macht, also da sieht man mal, wie spannend die Premier League ist, ne? Ja. Erster Chelsea mit 56, zweiter Arsenal mit 55, dritter City mit 54, auch Liverpool ist noch dabei, Everton noch, also. Respekt auf jeden Fall an die Premier League, mehr oder weniger. Geil, muss ich sagen. Also das ist geil, weil du hast einfach, ich sag mal, bis Tottenham Hotspur, bis 44 Punkte ist noch alles drin. Ja, absolut. Also vor allen Dingen auch für Tottenham gibt es ja noch um was und auch für Man U. Ich denke, die werden auch nochmal angreifen in der Rückrunde. Also da ist auch noch Man U, genau. Eigentlich in allen Teilen der Tabelle eine große Spannung. Abstiegskampf ist auch extrem eng. Guck, wenn man sich das anguckt hier, Platz 13 oder wenn man sogar bis Platz 10 kann man Fulham gehen mit 27 Punkten. Ja, die sind extrem schwach dieses Jahr, ne? Also Swansea City auf Rang 10 mit 27 Punkten. Dann guckt man nach unten, da sieht man dann West Brom. Die sind auf dem Abstiegsplatz, auf dem ersten Abstiegsplatz und haben 23 Punkte. Also das sind 4 Punkte und da, gerade mal, 4 Punkte für 8 Tabellenplätze. Das finde ich schon extrem schön eigentlich,
dass die Premier League da so extrem eng ist. Ich meine, das war ja auch eigentlich die letzten Jahre immer so. Außer im letzten, da war, glaube ich, Man U ziemlich früh Meister, dominiert. Dafür sind die dieses Jahr halt extrem abgekackt, muss man ehrlich gesagt sagen. Für Man U-Verhältnisse ist das schon sehr, sehr schlecht, auf Rang 7 zu stehen. Und ich finde es einfach klasse, dass da eine riesengroße Spannung herrscht. Also wie gesagt, die beiden Londoner Clubs, die betteln sich da, ja, um jetzt mal ein bisschen ins Englische auch reinzugehen, sich um die Tabellenführung da, Arsenal und Chelsea, Man City dahinter auch noch, wie du sagtest, und Liverpool auch noch mit Chancen. Also das ist, finde ich, eine tolle Sache, wirklich sehr, sehr schön. Ja, ich muss, glaube ich, jetzt auch wieder die Liga mehr verfolgen. Jetzt sehe ich das erstmal, wie spannend das da eigentlich ist. Ich meine, ja, da geht es, also Meister bei uns ist ja leider schon gegessen, aber da ja, ist ja noch alles offen. Da ist wirklich, ich denke, das wird auch bis zum letzten, vorletzten, ja, Spieltag so weitergehen. Also, weil wenn es vier Mannschaften sind, ist immer was anderes, als wenn zwei, wenn da jetzt Chelsea zum Beispiel verlieren würde, dann würden bestimmt zumindest mal Man City oder Arsenal nachziehen und dann wäre da wieder ein neuer Tabellenführer. Also das finde ich wirklich extrem schön und extrem spannend. Vielleicht noch kurz, Chelsea, die haben 3-0 gewonnen gegen Newcastle. Deswegen sind sie da jetzt nämlich an der Tabellenspitze auf Rang 1, auf dem Platz an der Sonne, dadurch, dass sie halt gewonnen haben. Man City nur unentschieden mit einem 0-0 gegen Norwich. Deswegen konnten die Arsenal nicht auch noch überholen. Also Arsenal finde ich eigentlich relativ schön, was sie machen mit den ganzen Deutschen. Deswegen fühlt man sich so ein bisschen verbunden mit Arsenal, finde ich. Oh, und da sehe ich gerade morgen, nee, heute, für euch heute, um 14.30 Uhr ist Tottenham gegen Everton. Also im Prinzip schon ein Topspiel um Platz 4. 5. Nee, 5. Ja, 5. Ja, also wirklich, da geht es um internationale Ränge, ne? Ja, also das ist ja auch richtig spannend. Und ja, Man U Fulham dann halt am Abend in der Premier League. Also da ist wirklich fast an jedem Spieltag, denke ich mal, ein Spitzenspiel in der Premier League, ja, weil das ist, wie gesagt, alles so eng da oben. Ja, also finde ich wirklich klasse und vor allen Dingen, ich muss sagen, ich drücke da eigentlich Arsenal am meisten die Daumen, wie ich gerade sagte, weil ich mich so ein bisschen verbunden fühle mit den ganzen deutschen Spielern. Ja. Poldi, den mag ich sehr. Özil ist auch nicht unbedingt mein Hassspieler. Also den finde ich auch sehr sympathisch und auch so junge Spieler wie Gnabry oder Eisfeld gibt es da, glaube ich, auch noch, Thomas Eisfeld. Und da gibt es noch einen, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Mertesacker ist auch noch dabei. Ja, Mertesacker natürlich auch. Also wirklich, finde ich sehr, sehr schön bei Arsenal da. Das Konzept mit den deutschen Spielern. Ja. Der Wenger kann ja auch gut Deutsch, also finde ich schön. Ich auch. Dann ich noch ganz, ganz kurz wollte ich noch was sagen. Oder bist du fertig mit der Premier League oder hast du noch was dazu zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Also bist fertig. Gut, dann wieder kurz rumswitchen auf die Bundesliga. Wir haben ja heute noch zwei Partien. Genau. Stuttgart gegen Augsburg und Schalke gegen Hannover. Was tippst du, wie wird Stuttgart gegen Augsburg denn ausgehen? Boah, das ist wirklich brutal. Also Stuttgart gegen Augsburg finde ich ganz schwer zu tippen. Also eigentlich muss ich sagen, ist Augsburg da ein bisschen in der Favoritenrolle, weil Stuttgart ist auch in einem Abwärtstrend mittlerweile. Da wurde ja von den Medien schon wieder über einen Trainer diskutiert. Allerdings wurde das sofort dementiert da vom Freddy Bobic. Also ich denke fast, dass Augsburg das gewinnen würde. Ich tippe jetzt einfach mal auf ein 1-0 für Augsburg. Okay, 1-0 für Augsburg, sagst du? Interessant. Was sagst du? Ich sage 1-2 für Augsburg. Okay, also sind wir ungefähr gleich. Ich bin einer Meinung, genau. Schalke gegen Hannover. Da darfst du mal anfangen. Da darf ich anfangen. Oh. Ja, Schalke. Gut, aktuell echt unter Keller. Läuft so langsam. Hannover. Zwei Spiele, zwei Siege, so muss man das sagen, gegen zwei verdammt starke Mannschaften. Ja. Von daher, ja, 1-1. 1-1 sagst du? Ja. Also ich sage jetzt was, was der Aaron nicht so gerne hören wird als Hannover-Fan. Ich sag Schalke gewinnt und das Ganze mit 3-2. Also ich glaube, da fallen ein paar Tore. Ui. Ja, ich kann gucken. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich kann heute gucken. Ich guck's mir heute an. 17:30 ist Anschluss. Alle Leute, alle die Sky haben, ne? Los. Ja, Sky Go regelt auch. Ja, also Sky Go regelt auch. Super. Guckst du das heute oder nicht? Boah, weiß ich noch nicht, je nachdem, aber könnte ich mir schon mal reinziehen, wenn ich nichts zu tun habe. Nee, aber gut. Ja. Genau, also Leute, war, denke ich, eine nette Runde. Oh, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Auch ohne den Aaron haben wir jetzt eine gute Dreiviertelstunde vollgekriegt. Also beim nächsten Mal wird der Aaron wieder dabei sein. Und dann würde ich sagen, Leute, bedanke ich mich erstmal beim Corato. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, guckt mal bei mir in der Beschreibung, da findet ihr einen Link zu ihm. Wenn es da Leute gibt, ich weiß es ja nicht. Ich meine, vielen Dank. Also, nee, so meinte ich das nicht. Ich meinte eher, dass dich schon sehr, sehr viele Leute kennen. So meinte ich das. Ja, also jetzt nicht wieder hier alles falsch verstehen, Nando. Würde ich jetzt auch sagen, weißt du, würde ich.
Ja, ob ich jetzt auch da bleibe, na, ich weiß ja nicht. Mal gucken, wer jetzt immer bis zum Ende durchgehalten hat. Genau, würd mich auch mal interessieren. Also haut's in die Kommentare. Ich hab bis zum Ja. Ende durchgehalten. Ja, genau, und sagt auch mal eure Meinungen zu den ganzen Sachen. Genau, Wir sehr haben gerne und wieder zum Mitmachen anregen. Also beim letzten Mal wurde ja gesagt, redet ein bisschen über Werder. Das haben wir gemacht. Also wenn ihr da Wünsche habt, alles in die Kommentare. wenn Wir ihr Wünsche habt erfüllen zu die anderen sehr, sehr Sachen, zu gerne. anderen Ligen, los, ab da Genau. rein, würde ich mal, also behaupte ich jetzt, es war deine Show, aber ich sag das jetzt einfach. Mach das, mach mal. Haut einfach mal rein, über was, ja, eher, vielleicht bin ich auch irgendwann nochmal dabei, Sehr bestimmt. gerne. Ja, und ansonsten, ja, war das echt eine lustige Runde, Eine Runde. lustige Runde, ja, hat Spaß gemacht und ansonsten, ja, nächster Spieltag viel besser für Gladbach. Das muss ich jetzt sagen am Ende. Ja, da bin ich jetzt mal ein bisschen nett. Ist ja auch bei mir in der Nähe. Drücke ich den Gladbachern auch mal ein bisschen die Däumchen, ne? Du bist doch Aachen-Fan, oder? Genau. Also Ah. eigentlich nicht so der große Gladbach-Freund, aber Ja, mein ist ja. Gott. Ich Das, meine, das, das, ihr das. braucht noch ein paar Jahre, bis ihr wieder gegen uns spielt. Genau, das ist sowieso keine Konkurrenz momentan. Von daher ist es nicht so schlimm. Aber ich sag euch, in 4 Jahren sind wir wieder da. Dann sehen wir uns euch mal in 4 Jahren, ne, in der Im Bundesliga. Champions League-Finale habe ich gehört, sehen Alles klar. wir uns. Ihr seid in der dritten Liga, ne? Nee, vierte. Oh, dann geht das ja gar nicht. Da müsste es ja 5 Jahre sein, weil ihr müsst ja Ja, erst fünf, eine ja, Saison okay. Ja. spielen. Ja, hast du recht. Also in 5 Jahren sprechen wir uns im Champions League-Finale, Leute. Hab ich gar kein Schema mit, du. Hab ich kein Schema Nee. mit. Dann. Fände ich auch ziemlich Ja, geil. nee. Gut, ja, gut. Über Aachen können wir leider jetzt nicht so viel. Ja. Nee, also nochmal kurz. Die haben 2 zu 2 gespielt. Das Ah, kann ich noch am ich. Ende nochmal sagen, als Aachener. Zur Halbzeit 1 zu 0 zu hinten gelegen, dann Doppelschlag, 82., 84., 2-1 in Führung und dann ganz bitter in der 90. Minute Oh. plus 2, glaube ich, noch einen Ausgleich kassiert. Gegen wen denn? Gegen Lippstadt. Auch ein hoch anspruchsvoller Gegner, würde ich mal sagen. Ja, vielleicht in der vierten Liga. Ja, nee, gut, Leute. Also hat wirklich mega Bock gemacht, war sehr lustig jetzt auch am Ende nochmal. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schön Like geil Ja, wieder. klar, ja. Ne, liken, abonnieren, favorisieren, teilen. Nee, gut, Leute, also dann nochmal danke an dich, Nando, und dann würde ich sagen, ciao, ciao. Tschö.